Willkommen meine Freunde zu einem neuen Projekt Harvest Stella. Es ist erstmal ein angetestet. Vielleicht wird es ein Let's Play, je nachdem wie mir das Spiel gefallen wird oder nicht. Es ist eine Mischung aus JRPG und Stardew Valley Farm Simulator. Und ich dachte, warum nicht? Beides Dinge, die ich mag. Und ja, wir starten mal zusammen das Spiel. Ja, ich habe ja natürlich schon die Einstellung gesehen. Deswegen... Das fand ich auch lustig, egal ob man männlich, weiblich oder divers wählt. Man hat hier immer diese Optionen nur von diesen Charakteren. Die Musik ist gerade ziemlich laut, die müsste aber gleich wieder besser werden. Ich habe schon ein paar Einstellungen gemacht. Deswegen halten wir uns hier jetzt kurz nicht so lange auf. Ich finde tatsächlich das weibliche Design besser, deswegen nehmen wir glaube ich auch weiblich. Die weibliche Atmos spielen wir jetzt. Und... spielen das Haarfarbe. Worauf habe ich denn Bock? Ich habe irgendwie Bock auf schwarz mit so Augen, die richtig herausstechen. Lila finde ich passt ganz gut, aber pink passt auch ganz gut. Okay, gelb passt auch sehr gut, muss ich sagen. Ich glaube, wir nehmen die Farbe. Gefällt mir. Ja, wir spielen ja eine weibliche jetzt, also... ja... ja, warum nicht, komm. Ja, wie heißen... oh, jetzt muss ich kurz... wie heißen wir denn? 10. Wir sind ab heute die weibliche Atmos. So... Name Atmos, das Spiel wird beginnen. Diesen Charakter bestätigen. Ja, ja, nehmen wir. Atmos. Raus aus den Federn, Schlafmütze. Zeit aufzuwachen. Es sollte dir schon besser gehen. Los, gehen wir. Okay. Bin ich die Dorfbetrunkene? Die Dorfalkoholikerin oder warum schläft die mal auf dem Boden? Verwende den linken Stick, um zu gehen. Was haben wir denn hier? Das ist bestimmt ein Speicherpunkt. Erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy 13. Was machst du ausgerechnet heute Nacht hier draußen? Geh nach Hause, solange du noch atmen kannst. Warum? Was ist denn hier Schlimmes? Es ist totenstill. Okay, komm, wir gehen jetzt erstmal zu der Frau. Tut mir leid, Mami sagt, ich darf die Tür nicht aufmachen. Ist irgendwas Schlimmes hier gerade, oder? Große, gruselige Monster werden dich auffressen, wenn du noch draußen bist, wenn das Delitium kommt. Okay. Es scheint keinen Weg hineinzuführen. Ja, danke, dass ihr mich dann reinlässt. Treue Dorfbewohner auf jeden Fall. Vielleicht gelingt es dir, die Welt und das Mädchen zu retten. Was meinst du mit retten? Wer bist du? Wo bin ich? Wer bist du? Das kann ich dir noch nicht sagen. Das ist aber unhöflich.
Meine Güte. Eines Tages wirst du dich entscheiden müssen zwischen dieser Welt und der, die bisher existiert hat. Aber vergiss nicht, dass die Geschichte deiner Welt ist. Solange du sie liebst, wirst du einen Weg finden. Also, wie schwer es auch werden und wie hoffnungslos es erscheinen mag. Kann sie mal aufhören, hier so auf mystisch zu machen? Gib sie nicht auf. Okay. Ach ja. Das sieht aber nice aus. Man merkt, dass halt Square Enix hieran gearbeitet hat. Es hat den klassischen Square Enix Flair. Okay, das sieht nice aus. Jetzt einfach wieder schlafen legen. Hat doch keinen Sinn. Harvest Stella. Uff, warum gerade jetzt? Ich müsste nach meinem Patienten sehen. Verzeihung, du da, meinst du nicht, dass du lange genug geschlafen hast? Nein? Na schön, ich hab was, das dir auf die Sprünge hilft. Oh, du bist wach. Vergiss das wieder. Es wäre mir natürlich nie in den Sinn gekommen, Magie einzusetzen, um dich aufzuwecken. Natürlich nicht. Wo bin ich? Wer bist du? Ich bin Kreese. Nee, oder Kress? Zress? Kreese wird's nicht heißen. Ich bin die Ärztin des Dorfes Lethe. Das ist das Dorf am Fuße dieses Hügels. Wir nennen ihn Vogelböschung. Jetzt bin ich dran. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Kein Einheimischer bei klarem Verstand würde während des Elitiums draußen herumlaufen. Bist du auf der Durchreise? Ich bin... Dein Gedächtnis scheint ein wenig gelitten zu haben. Tja, macht nichts. Ich muss los. Schau in meiner Klinge in Lethe vorbei, wenn du dich etwas erholt hast. Lethe. Lethe. Oder Lethe. Geschichte. Dieses Symbol zeigt dir Orte an, an denen die Geschichte fortgeführt wird. Okay. Okay. Begib dich nach Lethe. Aber erstmal muss ich sagen, sieht es ja ganz schön aus, oder? Es hat so ein bisschen, ja, sagen wir, PS3-Grafik, nämlich, ja, PS3 würde ich schon sagen, oder? Da ist eine Truhe, da will ich hin. Warum darf ich da nicht hin? Ey! Ey! Natürlich nicht. Lagerkiste öffnen. Lagerkisten. In gelben Lagerkisten kannst du deine Gegenstände lagern. Die Lagerkisten sind alle miteinander verbunden. Ah, okay. Toll. Auch hier ist nichts drin. Ah. Oh.
No, das gefällt mir. Sieht ganz hübsch aus. Hey, alles in Ordnung? Du siehst irgendwie fertig aus. Oh, ich weiß. Chris hat von dir gesprochen. Man hat dich bewusstlos auf dem Hügel gefunden, stimmt's? Wie auch immer, ich bin Vaan. Das hier ist das Lovely Tay. Wenn du Chris suchst, die ist bestimmt in ihrer Klinik. Vaan? Ist das etwa die Vorgeschichte vom Final Fantasy 12? Wo ist ihre Klinik? Hey, ich weiß, was du vorhast. Du willst, dass ich dich zur Klinik bringe, nicht wahr? Sorry, ist nicht drin. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber ich bin gerade schwer beschäftigt. Ich stecke mitten in einer Partie Prinzessin und das Omen. Und danach spiele ich mit Wendt und den anderen Fang den Cornelio. Ist aber leicht zu finden. Sie ist auf dem Platz oben auf dem Hügel. Du kannst sie nicht verfehlen. Okay, ich denke mal, das Spiel wird nicht synchronisiert sein. Der Weg ist wirklich ganz einfach. Folge einfach dieser Straße und gehe dann in Stufen vom Dorfplatz aus hoch. Also dann, bis später. Ich muss jetzt weiterspielen. Blöder Bengel. Drücke dieses Zeichen, um die Karte zu betrachten. Okay. Welches Zeichen war das denn nochmal? Das ist Start. Geschichte, Quests, Memo, Rucksack, Wertgegen... Hacke, ein Werkzeug zum Flügeln der Erde. Das sieht aber nice aus. Was ist denn das für eine Gießkanne? Sieht auch ziemlich nice aus. Wir sind Level 1. N Level 160? Was bedeutet das? Ah? Das Artwork gefällt mir. Auftrag, Kämpfer. Jeder fängt klein an. Kämpfe mit Klingen und führe Schlitzangriffe aus. Greife in Flammen gehüllt an und lerne Techniken, um vielerlei Gegner zu erledigen. Okay. Enzyklopädie, sonstiges. Okay. Also ich weiß gerade nicht... Das ist die Share-Taste, die drücke ich jetzt nicht. Naja, egal. Das Silithium ist vorüber. Endlich kann ich all die Wäsche aufhängen, die sich angesammelt hat. Obwohl das Silithium eigentlich wirklich hübsch ist, oder nicht? Aber das macht es irgendwie noch gruseliger. Ob sowohl das Leben nach dem Tod aussieht... Du meine Güte, solche grimmige Poesie passt gar nicht zu mir. Mhm. Ich habe Vaan und Melika versprochen, mit ihnen Prinzessin und das Omen zu spielen. Oh, jemand auf Reisen? Willkommen in Lethe. Lethe profitiert von allen Chronomalien und hat somit alle vier Jahreszeiten. Das macht hier das Leben sehr angenehm. Warte, das ist nicht überall so? Okay. Interessant. Sieht schon ganz hübsch aus. Muss ich sagen. Haus... Welches Haus? Aha. Sieht aber ganz ordentlich aus. Ich träume von einer Zeit, in der Kinder wie Wendt und seine Freunde sorglos jeden Tag draußen spielen können. Aber diese Zeit kommt erst, wenn das Silithium für immer verschwunden ist. Aber wann soll das sein? Oh, Fragen über Fragen. Was ist diese Silithium?
Ah, immerhin kommen wir jetzt in die Häuser rein. Das ist das Gasthaus, okay. Hallo und willkommen. Lethe hat in Sachen Sehenswürdigkeiten nicht sehr viel zu bieten. Aber die Kochkünste meines Mannes sind einmalig. Okay. Oh, man kann da hoch. Okay, hier sind sehr viele Wege. Alter Mann, Kres in der Klinik ist definitiv eine herausragende Ärztin. Wirklich schade, dass sie hier bleibt. In einer größeren Stadt wäre sie inzwischen sicher eine berühmte Ärztin. Aber die mag euch. Ihr ist Geld nicht wichtig. Nur ihre Experimente an alkoholischen Leuten, die auf der Straße leben, mit Magie. Aber sonst ist sie eigentlich ganz freundlich. Muss ich sagen. Alle sagen, in Lethe könnte man nichts machen, aber ich finde, das stimmt nicht. Es gibt eine ausgezeichnete Schmiedin in diesem Dorf. Eine wahre Meisterin ihrer Kunst. Ich bin nur hergekommen, um ihr bei ihrer Arbeit zuzusehen. Deshalb wohne ich zurzeit im Gasthaus. Oh. Aber nichts zum Abstauben für mich. Ich bin ins Dorf gekommen, um ein paar Verwandte zu besuchen. Es ist schön ruhig hier. Wirklich ganz anders als die heilige Hauptstadt. Aha. Die Ladezeiten sind ein bisschen lang, finde ich. Dieses Gasthaus ist so billig, dass wir immer hier wohnen. Mein Ehemann ist ziemlich knauserig. Das Dorf ist schön und alles, aber es ist mitten im Nirgendwo. Ich wünschte, man könnte hier mehr unternehmen. Nur einmal würde ich gerne ein Zimmer in der heiligen Hauptstadt mit Blick auf eine hübsche Schneelandschaft mieten. Ich reise durch die ganze Welt, um meine Waren zu verkaufen, aber wenn ich hier bin, wohne ich in diesem Gasthaus. Allein eine Nacht im Gasthaus vom Nemea ist ziemlich teuer und in Aang ist es einfach zu kalt. Aber dieses Gasthaus ist billiger und das Wetter ist schön mild. Genau das Richtige für einen Händler wie mich. Schenk doch mal deiner Frau was. Meine Güte. Na gut, ich glaube, es bringt auch gar nichts, gerade sich so umzusehen. Wir gehen jetzt erstmal der Hauptquest nach. Hätte ja sein können, dass man jetzt hier was findet, ich sofort irgendwie so ein Ultima-Schwert finde, aber nö. Einfach nö. Okay, hier sind noch ein paar Angelstellen. Südlich von hier gibt es eine Küstenstadt namens Chatola. Der Erfinder, der dort lebt, kommt hin und wieder nach Lethe, um ein paar Sachen zu kaufen. Er sieht ziemlich gut aus. Vielleicht sollte ich ihn bitten, mit mir auszugehen. Das ist dann nicht in deiner Polarität. Das muss er schon tun. Meine Frau hat eine schwere Krankheit. Sie nennen sie die Stille. Kres behandelt sie kostenlos, aber ich muss tun, was ich kann, also bringe ich ihr vorsichtshalber die beste Medizin. Ich helfe heute wieder meinem Papi. Ich muss schnell Mamis Aufgaben erledigen. Früh übt sich. Ich will gern wissen, was das hier alles so bedeutet. Okay, das ist wahrscheinlich ein Zeichen für ein einfaches Haus. Eventuell. Dim, du bist zurück. Würdest du dann bitte die Medizin des Bürgermeisters zusammenmischen? Oh, du bist es. Willkommen, tritt ein. Wie fühlst du dich? Kommt die Erinnerung schon zurück? Jetzt haben wir auch noch den stummen Charakter, ey.
Ah, ich verstehe. Du musst nur mit dem Kopf nicken oder schütteln und ich weiß, was du gesagt hast, egal wie lang die Geschichte ist. Nun, du hast dich während des Silitiums draußen aufgehalten. Was ist dieses Silitium? Werden meine Erinnerungen wiederkommen? Du meine Güte, an das Silitium erinnerst du dich auch nicht? Selbst wir Ärzte wissen nur sehr wenig darüber. Silitium ist die Jahreszeit des Todes. Wenn Staub von der Chronomalie übermäßig in die Atmosphäre strömt. Es kommt zwischen den Jahreszeiten. Wir glauben, dass der Staub tödlich sein kann, wenn er in den Körper gelangt. Also bleiben normalerweise alle während des Silitiums zu Hause. Komm bitte hier rüber. Warum stehst du da so herum? Ich möchte dich untersuchen. Deine Körperfunktionen scheinen normal zu sein. Für jemanden, der während des Silitiums erkrankt ist, hattest du großes Glück. Es ist ein Wunder, dass du noch lebst. Jedenfalls passt es mir ganz gut, dass du dich besser fühlst. Mir sind gerade die Betten ausgegangen. So, und wegen deines nächsten... Oh oh. Was passiert hier? Es ist dunkel. War das ein Erdbeben? Es ist so dunkel draußen. Krass, es gibt einen Notfall. Dim, was war das gerade für eine Erschütterung? Die Chronomalie verhält sich merkwürdig. Komm schnell. Was könnte dieses Beben zu bedeuten haben? Folge Chris und Dim. Okay. Hier ist nichts. Ich muss mich doch noch ausrüsten. Nein, darf ich nicht. Ah! Boah. Hat die ein großes Heim. Könnte ich jetzt alle ausrauben. Okay. Oh, das ist die göttliche Vergeltung. Unsere Zeit ist gekommen. Die Chronomalie intensiviert sich. Aber warum? Das Silitium sollte doch schon vorüber sein. Da! Die Musik ist gerade sehr laut, kann das sein? Die letzte Szene sah mega nice aus. Fand ich jetzt auch ganz cool, dass da eine Cinematic drin war. Was war das? Habt ihr das gesehen? Ich sage doch, der Himmel straft uns. Ist es auf den Nordplatz gelandet? Ich hab Angst. Ihr seid mir ein paar Angsthasen. Unser Dorf ist in Gefahr. Wir müssen los und herausfinden, was vor sich geht. Warte. Hey, rennt nicht einfach so los. Dim, wir gehen auch. Am Ort des Vorfalls könnte es Verletzte geben.
Unglaublich. Wie kann etwas so Gewaltiges einfach vom Himmel fallen? Stell dir vor, der Orn wäre heute hier. So viele Leute wären verletzt worden. Ich hoffe, allen geht es gut. Zum Glück scheint niemand verletzt worden zu sein. Haltet euch von dem Kristall fern. Es könnte schädliche Auswirkungen auf den Körper haben. Kann jemand den Bürgermeister informieren? Er sollte inzwischen wieder in der Stadt sein. Ja, dann müsste er das doch auch mitbekommen haben, oder nicht? Das machen wir. Vent, Warn, komm schon, jetzt kommt es auf uns an. Nichts wie los. In Ordnung, Leute. Die Schau ist vorbei. Wir übernehmen hier. Also könnt ihr nach Hause gehen. Klar, dass sie dann auch so einfach gehen. Oh, du bist das. Meine Schwester hat mir von dir erzählt. Du gehst besser auch nach Hause. Ist da eine Tür? Moment, ist das... ein Eingang? Du meinst, man kann hineingehen? Betritt den Kristall. Ja, das ist natürlich sehr schlau. Okay, wenn die das wollen. Aber es hat einen coolen Style gerade, also es gefällt mir schon. Nur, dass nichts vertont ist, das nervt mich ein bisschen. Hey! Niemand hat dir gesagt, dass du dort hineingehen sollst. Ich sehe mich drinnen mal um, keine Sorge, ich komme zurecht. Du musst dich noch erholen. Tschüss. Das erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an Edge of Eternity. Da liegt ja jemand. Ah! Alles in Ordnung? Die Gestalt hat Schmerzen, atmet aber noch. Rot, Igin, darauf. Alles in Ordnung? Was geht da drin vor sich? Da drin ist jemand. Könnte mir mal jemand helfen? Wobei denn? Was ist das? Das ist... tritt sofort zurück. Aber warum? Warum? Weil das Ding ein Ohm ist. Oh, stimmt. Du erinnerst dich an nichts, nicht wahr? Dann bedeutet das für dich vermutlich nicht viel. Um es kurz zu machen, Omen bedeutet Ärger. Sie könnten hinter den Silithium stecken. Aber dieses Omen ist verletzt. Tja, eigentlich... du hast recht, ich kann nicht einfach so wegschauen. Hab ich recht, Papa? What? Jetzt führt ihr auch noch Selbstgespräche? Los, tragen wir es nach draußen. Vor allem, es sieht doch einfach wie ein Mensch aus. Warum wird es wie ein S behandelt? Chris, das ist... es war im Inneren, es lebt noch. Das habe ich nicht gemeint. Ja, weiß ich, aber ich konnte es nicht einfach zurücklassen. Chris, Dim, habt ihr etwas über das Flugobjekt herausgefunden? Der Bürgermeister ist da. Gute Güte, verblüffend. Ist das der Kristall, der hier abgestürzt ist? Er ist riesig. Bürgermeister, im Inneren war ein Omen. Oh, ja, so hat es den Anschein. Bitte sag es ihr, oben helfen wir nicht. Es ist offensichtlich, dass sie hinter all dem stecken.
Sind die Ohm wirklich so böse? Nun, böse war eine zu simple Beschreibung. Bist du die Person, von der ich gehört habe? Angeblich bist du während des Silitiums von weit her gekommen. Ja, das ist diese Person, von der alle reden. Momentan geht es wirklich drunter und drüber. Was in aller Welt ist nur los? Alle meine Betten sind wegen des Vorfalls von letzter Woche immer noch belegt. Aber ich kann weder das verletzte Ohm noch den Neuankömmling hier lassen. Das leuchtet ein. Doch wir können einem Omen in unserem Dorf keine Zuflucht gewähren. Das dachte ich mir, doch als Ärztin darf ich niemanden zurücklassen, der meine Hilfe benötigt. Beruhig dich, Chris. Ich sagte nur, dass wir das Omen nicht in Lethe unterbringen können. Was meinst du damit? Auf der Vogelböschung gibt es einen leerstehenden Schuppen, nicht wahr? Niemand würde es dort bemerken. Ich gestatte dir, es dort zu behandeln, bis es das Bewusstsein zurückerlangt. Ah. Tragen wir das Ohm zur Vogelböschung. Könntest du mir zur Hand gehen? Aber natürlich. I can do it. Ich werde das oben nicht behandeln können, solange es diese Rüstung trägt. Woraus besteht dieses Ding? Es geht einfach nicht ab. Deswegen ist es von vornherein sinnlos, ein Ohm behandeln zu wollen. Im Moment kannst du wohl nichts weiter tun, als ihm Ruhe zu gönnen. Nun zu dir. Was führt dich in unseren Dorf? Das Silitium hat bei ihr einige Gedächtnislücken hinterlassen. Aha. Du hattest unglaubliches Glück, es ist während des Silitiums bis hierher geschafft zu haben. Ein Mädchen hat mich gerettet. Ein Mädchen? Von den Dorfbewohnern sollte zu dieser Zeit niemand draußen gewesen sein. In einer so geschwächten Verfassung sind Halluzinationen nicht ungewöhnlich. Mag sein. Ein wenig Erholung dürfte hier auf keinen Fall schaden. Dieser Schuppen steht leer, seit der frühere Bewohner weggezogen ist. Du kannst hier unterkommen, wenn du magst. Und nun muss ich mich entschuldigen. Ich werde bei einer Dorfversammlung erwartet. Wir müssen entscheiden, was wir wegen des Kristalls unternehmen werden, der hier gelandet ist. Chris Dim, den Rest überlasse ich euch. Denn ist auch kein Name. Den Rest überlasse ich euch. Krimdimdin. Chris, bist du sicher, dass du dieses Ohm aufnehmen willst? Ja. Du steigerst dich schon wieder zu sehr in die Sache hinein. Mach nicht jedes Problem zu deinem Problem. Ich mache da mal meine Runde zu Ende. Tut mir leid, die Geschehnisse haben mich ganz schön auf Trab gehalten. Ich bin auch müde. Du hast viel mehr durchgemacht als ich. Ruh dich den Rest des Tages aus. Das Silitium macht deinem Körper sicher noch zu schaffen. Ich muss los. Morgen früh komme ich wieder, um nach dir zu sehen, okay? Okay. Gute Nacht. Auf einmal überkommt dich eine starke Müdigkeit. Ja, das kenne ich zu gut. Zeit für ein wenig Ruhe. Schlaf in deinem Bett. Ich muss sagen, jetzt sind wir 34 Minuten drin. Gut, wir sind, glaube ich, auch 10 Minuten unnötig im Gasthaus rumgelaufen. Aber bisher war wirklich nur Story, Story, Story. Schlafen. Das Spiel speichert automatisch, wenn du dich ins Bett legst und der Tag endet. Ah, okay. Frühlingshauch, Tag 2.
Okay. Kapitel 1 aus dem Jenseits. Da ist jemand. Du meine Güte, schläfst du etwa immer noch? Es ist schon Nachmittagsschlaf, Mütze. Bitte was? Nun, wenn du krank bist, bist du krank. Viel können wir da nicht tun. Wie fühlst du dich? Du hast mir noch nicht verraten, wie du heißt. Kannst du dich an deinen Namen erinnern? Atmos? Mhm. Immerhin kennst du deinen Namen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich werde dich kurz untersuchen. Bitte halte einen Moment still. Alles klar. Nichts Außergewöhnliches. Bevor ich es vergesse, der Bürgermeister hat mir etwas für dich gegeben. Komm doch kurz raus, ja? Okay. Das Geschenk ist eher unkonventionell, aber hier, das ist für dich. Du erhältst 3 Karob-Samen und 3 Sternweizensamen. Ah, jetzt fängt das Stardew Valley-Gedöns an. Alle Einwohner von Lethea haben dafür zusammengeschmissen. Du bekommst ein schönes Fleckchen Land. Darum kannst du dich kümmern, bis du wieder auf deinen Beinen bist. Als Ärztin halte ich das jedenfalls für eine hervorragende Idee. Ja klar, überanstrengen ist doch gut. Du hast eine Aufgabe, der du dich voll und ganz widmen kannst. So bleibst du Trübsal und Langeweile fern. Und was gut für die Seele ist, ist auch gut für den Körper. Keine Zeit für Trödeleien. Fangen wir mit der Arbeit an. Keine Sorge, ich zeige dir, was du tun musst. Ich bin keine Expertin, aber ich kenne die Grundlagen. Du willst, dass ich dir helfe? Ich bin Ärztin, keine Bäuerin. Ich kann solche Werkzeuge kaum ohne fremde Hilfe hochheben. Außerdem lernt man am besten, wenn man selbst anpackt. Pflüge den Boden, pflanze Samen und gieße sie, indem du deine Werkzeuge auswechselst. Drücke X drücken, um zu pflügen. 2-mal notwendig, okay. Dienstag, 2. Frühlingssauch. Okay. Hier ist auch irgendwas. Post. Schloss Levis Presse. Jetzt ist das ganze Zeit dieses Zeichen im Weg. Schloss Levis Presse. Objekt landet in Lethe. Liebe Bürgerinnen und Bürger, gestern stieg ein kristallisiertes Objekt nach Lethe hinab und krachte ins Dorf. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Das Objekt scheint keine unmittelbare Gefahr darzustellen, solange kein enger Kontakt besteht. Unser Nachrichtendienst untersucht den Vorfall. Bitte halten Sie sich von dem Objekt fern. Okay. Da ist auch eine Riesentruhe. Lieferkiste öffnen. Karob-Samen. Bis zur Ernte dauert es 1 Tag, okay. Lieferkiste und Lagerkiste? Was ist denn der Unterschied? Achso, wahrscheinlich kann man da Sachen reinpacken, die man dann verkaufen kann. Höchstwahrscheinlich, so ein bisschen Stardew Valley ähnlich. Aber die Steine sind noch im Weg. Ich drücke doch 2-mal X. Ja. Das ist aber Viereck, was ich hier drücke. Und nicht X. Ah! 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 Es ist nicht X, das irritiert mich so sehr. Drücke Y, um Samen zu pflanzen. Okay. Ab. Y stimmt zumindest. Aha, okay.
halte RT, um mit Pfeiltaste zu gießen wechseln, okay? Ich habe doch keine Gießkanne. Ah, okay. Okay. Täglich gießen. Die Pflanzen auf deiner Farm brauchen Wasser, um zu wachsen. Gieße sie jeden Tag. Ui, okay. Hm, sicher. Gar nicht schlecht. Du scheinst geschickte Hände zu haben. Mach weiter so, dann hast du keine Probleme. Ja, das war gar nicht so schwer. Du lernst ziemlich schnell, was? Ich frage mich, ob ich dich in der Klinik gebrauchen könnte. Nur Spaß, ich mache nur Spaß. Obwohl, diese Farm hat schon bessere Zeiten erlebt. Es muss schwer gewesen sein, hier zu arbeiten. Die Steine waren ständig im Weg. Ja, kann ich mir vorstellen. Wenn du einen Hammer oder so etwas hättest, könntest du die Steine zertrümmern und hättest mehr Platz. Ich nehme an, du hast keinen. Woher denn? Hätte ich auch nicht gedacht. In diesem Fall wirst du dir einen bauen müssen. Kannst du für mich einen anfertigen? Natürlich nicht. Nein, du solltest dir einen eigenen bauen, wenn du hier leben willst. Musst du alleine zurechtkommen. Einen Hammer kannst du dir mit hartem Stein bauen. Ich zeige dir wie, aber du musst erst die Materialien besorgen. Du solltest die Materialien, die du brauchst, in der Jordsteppe finden können. Wie komme ich dorthin? Die Jordsteppe erreichst du, indem du durch dieses Tor den Hügel hinab und entlang der Straßen nach Osten gehst. Dort treiben sich Monster herum, also sei vorsichtig. Und was noch? Oh stimmt, das hier kannst du haben. Du erhältst ein Sandwich von Chris, okay. Nach all der Feldarbeit musst du hungrig sein, nicht wahr? Hier hast du etwas zu essen. Es ist immer ratsam, den Magen zu füllen, bevor man sich auf eine Reise begibt. Denn wenn man mit dem Essen wartet, bis man schwach und ausgelaugt ist, ist es zu spät. Also isst das und stell die Kraft wieder her, die du verbraucht hast. Verstanden? Danke. Essen und Ausdauer. Durch Essen kannst du Ausdauer oder LP, die du auf der Farm oder im Kampf verloren hast, regenerieren und sogar Fähigkeiten verbessern. Nach dem Essen füllt sich zeitweise deine Hungeranzeige. Sobald die Hungeranzeige minimal gefüllt ist, erholt sich deine Ausdauer, okay? Nun denn, ich mache mich auf den Rückweg zur Klinik. Falls dieses Omen die Augen öffnet, während ich weg bin, dann sag mir sofort Bescheid. Okay. Zeitverlauf. In diesem Spiel vergeht die Zeit automatisch. Je später es ist, desto schlechter werden deine Fähigkeiten und eingeschränkter deine Aktionen, okay? Um Mitternacht wirst du vor Erschöpfung zusammenbrechen. Achte darauf, zu Hause zu schlafen, bevor das passiert. Bisschen kennt man ja. Stelle einen Hammer her. Mach tagsüber, was du willst und schlafe dann nachts in deinem Bett. Ich lasse mir nicht vorschreiben, wann ich zu schlafen gehen habe. Okay. Kann man eigentlich auch automatisch irgendwie speichern? Wahrscheinlich speichert er nur, wenn man sich ins Bett legt, richtig? Okay, gehen wir mal jetzt erstmal. Wir haben zwar keine Waffe, aber wenn ihr sagt, da sind Monster, dann kommen wir da schon klar, oder? Wo war das denn jetzt? Wo lang müssen wir denn jetzt hier lang? Weltkarte. Auf der Weltkarte vergeht die Zeit in Abhängigkeit von der Strecke, die du zurücklegst. Das müssen, glaube ich, du heißen. Erkunde das nahe Lethe oder gehe Richtung Osten in die Notch-Steppe. Ist das die Notch-Steppe? Nö.
Ah, das ist die Notch-Steppe. Okay, das hat schon Final Fantasy 13 Vibes. Okay. Nordsteppe. X normaler Angriff. LT halten. Na. Das ist nicht X, das ist Viereck. Meine Güte, schon wieder. Sammeln und abbauen. Es gibt Bereiche, wo du mit Hilfe deiner Ausdauer Items erhalten kannst. In diesen Bereichen kannst du 2 Items erhalten, die am folgenden Tag wieder verfügbar sind. Okay. Monolith-Fragment. Ah! Und eine Truhe. Boah, die Musik ist gerade ein bisschen laut. Kann das sein? Harter Stein, okay. Ah, na, na. Okay, das Kämpfen ist bisher ziemlich simpel. Wildblatt und Wildblatt. Da stehen direkt Gegner. Presssalatsamen. Wer seid ihr denn? Hast du ihn gefunden? Ja, er wurde bei den Chronomalie des Frühlings gesichtet. Der planetare Albtraum? Höchstwahrscheinlich ja. In Ordnung, ich habe eine Idee. Lass uns ein Treffen mit Dianthus und den anderen einberufen. Gerade scheint nicht der richtige Moment für ein Gespräch zu sein. Am besten gehen wir ihnen aus dem Weg. Okay. Okay. Ich hätte gedacht, dass ich mich irgendwie an denen vorbeischleichen kann, aber leider nein. Und dann halt nicht. Dann müssen wir halt hier mit ein bisschen weitermachen. Ich glaube, keine Gegner mehr da. Wie ist das denn, wenn wir jetzt rein und raus gehen? Sind dann wieder die Gegner neu da? Aber unsere Ausdauer ist eh gleich weg. Und was bist du? Bist du ein Speicherpunkt? Oder ein Teleportpunkt? Nee, keine Gegner mehr da, okay. Ein Monolith-Kristallfragment. Es hat die geheimnisvollen Kräfte des Monolith beibehalten, obwohl es zu Scherben zerbrochen ist, okay. Das ist ein. Das Sandwich, okay. LP und Ausdauer plus 50%. Ausdauer 50% und LP 850. Das ist nur LP. Ein sehr harter Stein, der oft für den Bau verwendet wird. Okay. Das gibt 300 LP, eine Pflanze hat, die man oft auf der Straße sieht. Passt gut zu jedem Gericht. Oh. Aber dieses Zeichen, da bedeutet das, wenn wir das essen, verlieren wir Ausdauer? Oder kriegen wir Ausdauer dazu? Ich glaube, Ausdauer kriegen wir dazu, oder? Wobei hier steht es explizit dazu. Naja. Hier kommen wir nicht hin, okay. Jadewald. Du kannst noch nicht weiter, okay. Okay. Wie baue ich denn jetzt einen Hammer? Muss ich bestimmt zur Schmiede gehen, oder?
Was ich aber machen kann. RT. Ich habe ja noch ein paar Samen, die könnte ich ja einpflanzen. Wie öffne ich denn jetzt dann nochmal am besten den Rucksack? Ah, so. Okay. Und hiervon haben wir auch nochmal drei. Eins, zwei. Okay, machen wir das. Wir haben kaum noch Ausdauer. Aber machen wir nochmal. Warte mal. Eins, zwei. Eins, zwei. Zack, zack. Okay. Meine Ausdauer ist gleich weg. Okay, warte mal. Wir haben ja was zu essen hier irgendwo. Da, das Sandwich. Okay. Haben wir unendlich Wasser? Das ist schon mal cool. Okay, jetzt haben wir schon 5.50 Uhr. Die Sonne geht jeden Moment unter. Geh zurück in dein Haus in der Vogelböschung, um zu schlafen. Okay. Aber wir haben ja noch nicht 0 Uhr. Ist ja noch ein bisschen hin da, eigentlich. Aber na gut. Das ist der kaputte Stein. Ah? Kaputter Stein? Schlafen. Abend. Aus dem anderen Bett kommen laute Geräusche. Jetzt bin ich wach. Nachsehen. Fehler. Abweichung im Lebenserhaltungssystem entdeckt. Unumkehrbare körperliche Auswirkungen sind nicht auszuschließen. Es ist wach. Bewusstseinsstatus niedrig. Kognitive Beurteilung unausführbar. Überprüfung der Atmosphäre. Kleine Mengen Gaia-Partikel entdeckt. Körper ist Gaia-Partikeln ausgesetzt. Wiederherstellung läuft. Schutzausrüstung wird abgelegt. Ah, nicht hingucken. Könnte jetzt nackt sein. Ah, ist das dieses Mädchen, von dem das kleine Mädchen gesprochen hat? Das Mädchen schläft tief und fest. Ich sollte Chris lieber sofort davon erzählen. Willst du mir weismachen, dass die ganze Zeit über ein Mensch in der Ohmrüstung gesteckt hat? Atmos, bist du dir sicher, dass das Mädchen in der Ohmrüstung gesteckt hat? Ganz sicher. Ich glaube dir ja, du hättest ja auch nichts davon, uns anzulügen. Es ist nur logisch, dass sie die ganze Zeit über in der Ohmrüstung war. Das Material ihrer Kleidung ist mir völlig unbekannt. Woher sie wohl kommen mag? Sie arbeitet bestimmt für die. Wär bloß nicht unachtsam, nur weil sie aussieht wie wir, Chris. Ein Mensch in einer Ohmrüstung ist ziemlich verdächtig. Dim, es reicht. Wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen. Und was hast du mit ihr vor, Chris? Was nur? Sie ist noch immer bewusstlos, also können wir momentan nur abwarten. Aber Chris, warum? Wie, warum? Wir können sie nicht einfach sich selbst überlassen. Das ist doch in Ordnung für dich, Atmos. Wir können sie nicht im Stich lassen. Ich wusste, du würdest meiner Meinung sein.
Bis dahin lasse ich sie in deiner Obhut. Sehr gut, es ist schon spät, also kehren wir ins Dorf zurück. Wär bloß nicht unaufmerksam, keine Ausreden. Ich komme am Morgen wieder, um zu sehen, wie alles läuft. Auf Wiedersehen, Atmos. Das Mädchen aus der Rüstung schläft tief und fest. Vielleicht wäre es eine gute Idee, auch ein wenig zu schlafen. Das wäre es. Wir brauchen unsere Ausrüstung. Wozu habe ich eigentlich das Sandwich gegessen? Oh. Tag 3. Wurde jetzt eigentlich automatisch mal gespeichert? Jetzt fängt schon wieder an. Was? Was ist nur? Wo bin ich? Da spricht jemand. Ich habe die rote Önigin untersucht und dann... Ah, was ist mit meiner Ausrüstung passiert? Das ist doch Mist. Ehrlich mal, wo bin ich hier? Jetzt ist die weggelaufen. Sie ist rausgegangen. Suche den Ursprung. Ich mach mal eben bei den Soundeinstellungen die Musik ein Stückchen leiser, weil ich fand hier gerade die Battle-Musik, die war ein bisschen zu laut. Gut, jetzt haben wir gerade gar keine Musik, aber ja. Jetzt suchen wir mal dieses Mädchen, was jetzt abgehauen ist. Ist das... Das kann nicht sein. Eine neue rote Königin? Du bist wach. Du... Hast du nicht im anderen Bett gelegen? Was soll dieser Aufzug? Guten Morgen, Atmos. Du bist aber früh wach. Sie ist wach? Ich hol sofort den Bürgermeister. Ihre Kleidung. Hat sie Bürgermeister gesagt? Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Hachi! Ist ganz schön kalt hier. Oder bin ich nicht warm genug angezogen? Egal, ich gehe lieber wieder rein, bevor ich mich erkälte. Ja, das bin ich schon. Ah, ey. Junge Dame, würdest du uns verraten, wo du, woher du kommst? Welches Jahr haben wir? Welche Art von Kalender gilt hier? Mondkalender oder gregorianischer Kalender? Ich weiß nicht, ob dir das weiterhilft, aber wir schreiben das Jahr 855 nach dem horianischen Kalender. Horianisch, nie davon gehört. Ich habe aber nicht den Eindruck, als würdet ihr mich auf den Arm nehmen. Immerhin sprechen wir die gleiche Sprache. Was bist du und was hast du mit den Omen zu tun? Omen? Ich habe wirklich keine Ahnung, wovon du da sprichst. Machst jetzt einen auf unwissend, was? Dim, das reicht. Hören wir uns erst an, was sie zu sagen hat. Danke. Wir wissen immer noch nicht, woher du kommst. Wenn ich das nur selbst wüsste. Aber deine Kleidung und dieses Haus hier. Ich kann auch nicht sagen, dass ich in den Geschichtsbüchern je über sowas gestolpert wäre. Wobei, es erinnert mich alles ein wenig an das, was wir bei uns als Mittelalter bezeichnen. What? Nennt ihr uns zurückgeblieben? Und daraus kann ich nur schlussfolgern, dass ich aus der Zukunft gekommen sein muss. What? Was meinst du damit? Glaub mir, nichts wäre mir lieber, als dass das alles nur ein Traum wäre.
Aber ich muss die Realität akzeptieren. Vielleicht verliere ich auch gerade den Verstand. Wohin gehst du? Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Wenn meine Theorie stimmt und ich wirklich aus der Zukunft komme, dann muss ich dorthin zurück. Ich brauche einen Plan. Und nicht nur das, ich muss auch herausfinden, warum der Stein auch in dieser Zeit existiert. Es gibt so viel zu tun. Und die Zeit läuft uns davon. Was meint sie wohl damit? Ich bin völlig ratlos. Wie auch immer, es hat keinen Sinn, sich jetzt länger damit aufzuhalten. Ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Brauchst du mich hier noch? Nein, geh ruhig. Es gibt noch etwas, das ich hier erledigen muss. Alles klar, bleib nicht zu lange weg. Also, Atmos. Das Gemüse, das du gestern gepflanzt hast, sollte jetzt erntereif sein. Holen wir es uns. Das ging ja schnell. Diese speziellen Samen wachsen sehr schnell. Jedenfalls macht es dir bestimmt nichts aus, wenn ich einen Blick darauf werfe, wo ich schon mal hier bin. Komm, gehen wir raus. Okay, wenn sie das sagen. Ich habe immer noch keinen Hammer. Das Gemüse, das du gepflanzt hast, sieht gut aus, wie ich sehe. Kümmerst du dich gewissenhaft darum? Also was jetzt? Wenn du dein Gemüse zur Lieferung freigibst, können Händler es zu Familien auf der ganzen Welt bringen. Und zur Belohnung verdienst du dabei auch noch etwas Geld. Zuerst solltest du dein Gemüse ernten. Okay. Drücke A zum Ernten. Okay. Yay. Hey, da war noch mehr. Gute Arbeit mit den der Ernte. Da das erledigt ist, könntest du es in diese blaue Lieferkiste dort legen. Halt, nee, es ist noch nicht erledigt. Hier ist noch mehr. Oh, das geht nicht. Eine Pflanze, deren Blätter die Ohren eines Tieres ähneln. Sie wachsen schnell und sind klein, aber überaus lecker und reich an Nährstoffen. Okay. Wo steht denn, wie viel Geld ich jetzt dafür ungefähr bekomme? Gut, es scheint alles drin zu sein. Deine Lieferung sollte irgendwann heute eingesammelt werden. Morgen früh erhältst du dann Geld für alles, was du geliefert hast. Bis dahin musst du warten, um zu erfahren, zu welchem Preis dein Gemüse verkauft wurde. What? Damit wäre das Thema Lieferungen besprochen. Irgendwelche Fragen? Einige der Pflanzen müssen noch etwas wachsen. Vergiss nicht, sie später zu gießen. Hoho, anfangs habe ich mir Sorgen um dich gemacht, aber jetzt weiß ich, dass das unnötig war. Vielen Dank, Chris, dass du sie eingewiesen hast. In die Psychiatrie, oder wo? Eigentlich wollte ich andere Dinge mit dir besprechen, Atmos. Würdest du mit reinkommen? So viel zu besprechen. Ich möchte doch einfach nur mein Farmleben genießen. Oh. Das sieht so wohltuend aus. Dies ist die Werkbank.
Wenn du eine Anleitung und Materialien hast, ist sie ein wertvolles Werkzeug zur Herstellung von Gegenständen. Das ist für dich. Du hast die Anleitung für eine Rückholglocke und Materialien vom Bürgermeister erhalten. Aha. Dies ist die Anleitung für einen Gegenstand namens Rückholglocke, sowie Materialien für ihre Herstellung. Sie ist ein nützlicher Gegenstand. Wenn du die Rückholglocke benutzt, kehrst du augenblicklich nach Hause zurück. Irgendwann geht es dir wieder gut genug, um die Vogelböschung hinter dir zu lassen. Solltest du dich einmal zu weit entfernt haben, dann benutze die Rückholglocke. Danke. Du könntest an der Werkbank auch einen Hammer herstellen. Natürlich nur, wenn du die Materialien dafür besitzt. Okay, ich dachte, wir müssten das bei der Schmiede machen, aber das ist besser, wenn wir selber machen können. Eins noch. Lass dich mal in den Läden in Lethe sehen, wenn du die Gelegenheit hast. Es gibt den Gemischtwarenladen, die Schmiede, den Renovierladen. Ich denke, du wirst sie zu schätzen lernen, je länger du dich in Lethe aufhältst. So, damit hätte ich dir alles gesagt. Ich mache mich auf den Rückweg in die Stadt. Ich mich auch, ich möchte keinen Ärger mit Dim bekommen. Wer ist jetzt eigentlich da der Chef? Ist es Dim oder ist es hier Kres? Ich wünsche dir einen schönen Tag, Atmos. Durch Benutzung der Werkbank in deinem Haus kannst du Dinge herstellen. Zum Herstellen benötigst du die Anleitung. Herstellungen brauchen Zeit. Wie viel Zeit für die Herstellung benötigt wird, hängt von dem jeweiligen Gegenstand ab. Okay. Unsere Quest ist wieder, mach tagsüber, was du willst und schlafe dann nachts in deinem Bett. Ach, wir können den Hammer ja gar nicht herstellen, wenn wir die Anleitung nicht haben. Ist ja blöd. Ich will es erstellen. Warum geht's nicht? Ah, okay. 20 Minuten. Du hast einmal Rückholglocke hergestellt. Benutze dieses Item, um sofort nach Hause zurückzukehren. Kann nur einmal verwendet werden. Wo kriegen wir denn die Anleitung für den Hammer her? Oder haben wir die Anleitung? Fehlen uns nur die Steine. Ich glaube, uns fehlen die Steine einfach nur, oder? Aber es ist ja ein neuer Tag, dann können wir gießen gehen und wieder zu dieser Steppe hingehen. Aber es dauert ja echt lange, also... Warum steht die Lagerkiste jetzt hier? Ob man später auch irgendwie blocken kann oder sowas? Wäre zumindest sinnvoll. Grassamen erhalten, okay. Fleisch. Ja, die Musik ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen leiser. Könnte sein, dass sie für euch etwas zu leise ist eventuell, aber... Ich finde es gerade so angenehmer tatsächlich. Die stehen da ja noch immer. Kühlbeere. Und schon wieder haben wir nicht genug Steine.
können wir uns ja. Warum können wir jetzt nicht in die Stadt doch? Oh, jemand auf Reisen, willkommen in Lethe. Ihr erzählt ja wieder dasselbe. Wir sind schon ein paar Tage vergangen. Ich kenne mich hier doch aus. Hallo, willkommen im Gemischtwarenladen. Bist du auf der Durchreise? Solche Leute kommen nicht oft nach Lethe. Oh, du bist es, oder? Der Bürgermeister hat von dir erzählt. Du scheinst einiges durchgemacht zu haben. Ich habe gehört, du willst in der Vogelböschung Ackerbau betreiben. Stimmt das? In dem Fall wirst du Samen brauchen. Du kannst dir jederzeit in meinen Laden welche holen. Im Moment ist die Zeit, um Dresssalat und Zwirbel anzupflanzen. Zufällig haben wir diese Samen gerade vorrätig. Ich empfehle dir, es damit zu versuchen. Außer Samen führen wir auch Reiseartikel. Oh, hausgemachte Mahlzeiten bekommst du hier auch. Na, ich bin sicher, du wirst im Laufe der Zeit eine Menge Dinge brauchen, aber der Gemischtwarenladen hat alles parat. Lass dich mal wieder sehen. Ich hab noch kein Geld. Rucksack Level 2. Oh, das ist nice. Angelkenntnisse ermöglicht das Angeln. Okay. Also das muss sich aber lohnen. 55. Prinzessin Kastaniensetzling, okay. Ich bin pleite. Oh. Ei mal drei. Hui. Haben wir denn schon eine Angel? Wir haben ja jetzt schon keinen Platz mehr. Doch. Ein bisschen noch, okay. Oh, hallo Bürgermeister. Du hast sicher allerlei Probleme, morgens aus dem Bett zu kommen, ha? Wenn du dich mal über was aussprechen möchtest, komm zu mir. Vielleicht kann ich als Bürgermeister ja helfen. Ah. Oh. Aber bisher gibt es noch nicht diese Funktion, die es so bei Stardew Valley gibt, ne, sich irgendwie mit den Leuten anzufreunden. Das habe ich jetzt bisher noch nicht so gefunden. Was sieht denn hier nach einer Schmiede aus? Da hinten vielleicht? Das ist eine Truhe. Ja, wie komme ich denn da hin? Ah. Sternweizensamen, okay.
Das sieht nach dem Renovierungsding aus. Ha? Ich habe dich noch nie gesehen. Bist du zu Besuch hier? Oh, jetzt verstehe ich. Du bist die Person, über die der Bürgermeister gesprochen hat. Verzeihung, ich betreibe den Renovierladen hier in Lethe. Zu mir kommen Leute, die ihre Häuser oder Farmen umbauen wollen. Du wohnst in der Vogelböschung, stimmt's? Sicher hast du dort eine Menge Farmland. Du brauchst bestimmt Schuppen und Gehege für die Tierhaltung. Ganz zu schweigen von Werkzeugen zur Verarbeitung deiner Erzeugnisse. Da wird dir eine ganze Menge zusammenkommen. Sprich mich an, wenn es soweit ist. Ich kann dir helfen. Natürlich arbeite ich nicht kostenlos, aber darüber können wir später sprechen. Im Renovierladen kannst du deine Farm erweitern und die Küchentheke freischalten. Okay. Für umsonst? Good afternoon. Jetzt? 2000! Glucke-Gehege, Wollum-Gehege. Und Materialien will er dafür auch noch haben. Oh mein Gott. Please, come again. Ne, du bist mir zu teuer, Geizhals. Da geht es raus. Mehl, okay. Es fehlt mir aber an Kochkünsten. Wo ist denn die blöde Schmiede? Hä? Etwa da oben auf dem Berg? Die Sonne geht jeden Moment unter. Geh zurück in dein Haus in der Vogelböschung, um da zu schlafen oder so. Ganz schön groß hier. Ach, das ist das Krankenhaus. Okay, 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 okay. Okay, da geht's auch noch weiter. Da wird auch noch irgendwas sein. Da leuchtet irgendwas. Wie kommen wir da hin? Du hast etwas Wertvolles erhalten. Edens Ende 12 Wachstum. What? Okay, wir sollten mal zurückkehren. Oh, eine Truhe auch noch. Okay, dann müssen wir hier, die Zeit geht mega schnell um. Dann müssen wir hier später wohl nochmal hin. Auf Anhieb habe ich jetzt die Schmiede nicht gefunden. Eine Geschichte von Ende Ens, das Ehen das Wachstum suchte. Du bist nicht ich. Wenn du weiter meinen Namen nutzt, dann, wenn es so sein soll, von mir aus. Die Schlange glitt ins Ehen der endlosen Streitigkeiten.
Verzehre diesen Apfel und beende diesen Feen, sagte er. Und damit endeten die Kämpfe. Aus 64 wurden 32 und aus 32 wurden 16. Bis nur noch eine übrig war, so verließ sie das Paradies. Muss man mal einen kurzen Schluck trinken. Wird ja schon kalt. Oh, tut das gut. Auf in den nächsten Tag. Abend. Kommt schon wieder eine Story hier. Ich komme rein. Ich werde auf keinen Fall draußen schlafen. Ich bleibe also erstmal hier. Beachte mich nicht weiter. Du kannst dich voll und ganz deinen Angelegenheiten widmen. Entschuldigung. Na gut, bevor du dich erkältest, machst du dir etwa Sorgen? Egal, ich will hier eh nicht lange bleiben. Ich weiß auch schon, was ich als nächstes tun werde, mehr oder weniger. Na dann, gute Nacht. Oh, Level 2. Physischer Angriff plus 1. Okay. 690 Griller. Hätte ruhig ein bisschen mehr sein können. Sieh schon wieder weg. Scheint, als wäre das Mädchen bereits verschwunden. Atmos, ich komme rein. Oh, du bist wach. Guten Morgen. Alles in Ordnung? Sag mir, wenn du dich unwohl fühlst. Wenn du dich nicht wohl fühlst, so. Oh, dann ist ja gut. Ich nehme an, das Mädchen ist bereits weg. Als Ärztin hätte ich mir gewünscht, dass sie noch etwas bleibt und sich ausruht. Aber sie hätte vermutlich sowieso nicht auf mich gehört. Lass mich jedenfalls sofort wissen, falls ihr etwas passiert, okay? Danke. Übrigens, hast du schon das Geld von der gestrigen Gemüselieferung erhalten? Das habe ich. Super. Vielleicht wäre es eine gute Idee, mit dem Geld ein paar neue Gemüsesamen zu kaufen. Samen gibt es im Gemischtwarenladen in DT. Der ist definitiv ein Besuch wert, wenn du die Möglichkeit hast. Danke für die Information. Da waren wir schon. Aber ich glaube, ich kaufe echt erstmal nur so Karottensamen. Damit können wir dann etwas schneller Geld machen. Wie auch immer, mehr Infos habe ich gerade nicht für dich. Was du als nächstes machst, ist deine Entscheidung. Du könntest deine Farm erweitern oder mehr Pflanzen anbauen. Probier einfach ganz viel aus und lerne dabei dazu. Das ist für heute alles von mir. Wir sehen uns später. Hab einen schönen Tag. Danke. Du hast meine Zeit verschwendet. Ich wollte Geld farmen. Na, ran an die Arbeit. Das kann erstmal... Die brauche ich auch erstmal nicht. Die packe ich auch erstmal weg. Wow, ein 600 LP. Oh. Wir haben sogar noch zwei Karottensamen. Das finde ich schon mal gut. Grassamen. Ich weiß nicht, wofür wir die brauchen.
Ah, unsere Ernte ist fertig. Ja! Ja! Nice, kann man auch alles direkt verkaufen hier. Erstmal nur verkaufen. Kochen können wir eh noch nicht. 2 Tage. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Ein kleiner Pilz. Hey, hier sind ja auch Sachen. Wer hätte das gedacht? Es ist zu dunkel, um im Inneren des Brunnens etwas zu erkennen. Okay, aber schön, dass wir einen Brunnen haben. Wohin geht's hier? Kleines Feld, Vogelböschung, okay. Wait! Davon hat mir niemand was erzählt. Hätte ich das mal eher gewusst. Ah. Wollte mir bestimmt keiner erzählen. Okay, das ist gut zu wissen. Dann kann man hier was farmen oder vielleicht auch später anbauen. Eine Riesenfläche auf jeden Fall. Sehr nice. Aber fürs Aufsammeln verbrauchen wir auch Ausdauer. Und man verbraucht ja für alles Ausdauer. Ah, ich hasse das. Okay, wir gehen jetzt wieder zu den Monstern, farmen die einmal kurz ab. Ja, das ist so ein klassisches täglich Day Repeat, ne? Ah, er steht noch. Also wenn da nicht viel Neues zukommt, dann könnte es auch sehr schnell eintönig werden. Bei Stardew Valley hatte das so einen eigenen Charme. Ich bin mal gespannt, wie es dann hier sein wird. Die stehen da immer noch. Seit 3 Tagen stehen die da rum. Wir müssten eigentlich jetzt auch bald den Hammer bauen können. Kann ich nicht einfach das Fleisch essen? Ist jetzt nicht viel, aber immerhin. Und dann gehen wir in den Gemischtwarenladen und kaufen uns mal ein paar Samen. Geil wäre, wenn es irgendwie noch eine Fertigkeit geben würde, womit man die Zeit so ein bisschen anhalten könnte. Das wäre funny. Weil so fühlt sich das schon sehr beschränkt an. Rucksack. Erstmal noch nicht. Wir machen jetzt erstmal noch mehr Geld. Und zwar am besten mit denen, weil die brauchen nur einen Tag. Die anderen werden wahrscheinlich auch viel Geld geben. Aber warte mal, sind die gerade teurer geworden? 105! Wir haben irgendwie 690 bekommen. Wie viel hatten wir da? 5? Lohnt sich das überhaupt? Bis zur Ernte 2 Tage.
Ja, wir holen jetzt erstmal hier. Das muss sich ja, ein bisschen muss es sich ja rentieren. Okay. Warte mal, wir... Nee, warte, das lohnt sich nicht. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Wir haben doch, glaube ich, auch 6 Stück angepflanzt, oder? Dafür haben wir 690 bekommen. Oder hatten wir nur 4 angepflanzt? Okay, wir haben jetzt für das ganze Geld, was wir erhalten haben, 630 bezahlt. Das muss sich halt rentieren. So, jetzt haben wir 8 Stück. Da bin ich mal gespannt. Okay, ja, dann können wir ja eigentlich noch. Hier, komm. Machen wir die auch noch. Zack. Okay. Jetzt schaue ich mal, ob wir den Hammer herstellen können. Und dann können wir das so ein bisschen ordentlich machen. Wo ist die Werkbank? Da. Okay, das geht. Ein Werkzeug zum Zerstören von Gegenständen auf dem Feld. Erhalten Hammer mal 1. Jawohl. Hammer. Mit dem Hammer kannst du Steine auf dem Feld zertrümmern oder gepflügte Erde in den Urzustand zurückversetzen. Bearbeitungsmaschinen oder Zäune kannst du mit dem Hammer in deinem Rucksack befördern. Geht nicht bei Pflanzen. Warte, das verstehe ich nicht. Bearbeitungsmaschinen oder Zäune kannst du mit dem Hammer in deinem Rucksack befördern. Geht nicht bei Pflanzen. Heißt das, ich mache einen Zaun kaputt und kann den dann aufnehmen oder so? Soll das damit heißen? Okay, erstmal machen wir jetzt die blöden Steine weg. Ah, okay, verbraucht der Hammer keinen Inventarplatz. Das ist cool. Ah! 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 Verbraucht das gar keine Ausdauer? Doch ein bisschen. Aber das hinterlässt ja gar nichts. Wir sammeln ja noch nicht mal Steine oder so ein. Egal, wir können den Platz hier etwas größer machen. Ich denke mal, für den großen Stein wird es noch nicht reichen. Oder? Nee. War irgendwie klar. Was haben wir denn hier noch? Diese, ach so, okay. No, noch mal ein schöner Ausblick. Kurz vorm Feierabend. Da ist die Truhe. Ach, eine Rückholglocke, okay. Eigentlich könnten wir die auch verkaufen. Sternweizen-Samen mal 4. Oh.
Ah, okay, Zaungehege. Hier können wir dann wahrscheinlich unsere Tiere hinpacken. Hier haben wir noch mal einen Platz zum Angeln. Wie kommen wir denn da hin? Kann ich ins Wasser? Wie komme ich zu dieser Truhe? Okay. Hier haben wir auch was. Nice. Wand zerstören. Bomben Level 2. Okay. Dann noch nicht. War ja irgendwie klar. Halt, kommen wir von da irgendwie dahin? Nee. Wo kommen wir hier hin? Wo sind wir hier? Eieieiei. So linear. Ah. Ist das noch ein Feld? Ausdauer reicht nicht, ernsthaft? Okay, da kommen wir noch nicht hin. Es ist ja auch schon spät, ne? Wir sollen uns auch mal schlafen legen. Außerdem kriegen wir ja dann auch wieder Geld von dem Zeug, was wir verkauft haben. Ja, die Tage sind hier ziemlich kurz, finde ich. Abend und wieder ein bisschen Geschichte wahrscheinlich. Aus dem anderen Bett kommen Geräusche. Lässt du mich mal schlafen? Hab ich dich aufgeweckt? Tut mir leid. Was machst du da? Ich gehe durch mein Tagebuch. Meine Mutter wollte immer, dass ich meine Erlebnisse Tag für Tag festhalte. Ich fand das eigentlich immer ein bisschen albern, aber jetzt ist es ziemlich nützlich. Inwiefern ist es nützlich? Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen sollte. Das wird sich wohl noch herausstellen. Ich muss wissen, ob ich bin, wer ich zu sein glaube. Das kann ich nur durch mein Tagebuch. Ein Riss im Raum- und Zeitkontinuum muss mich hergeführt haben. Oder zumindest sowas in der Art. Gut möglich, dass meine Zukunft nicht mehr existiert, wenn der Lauf der Geschichte verändert wurde. Was meine Erinnerungen mit denen im Tagebuch übereinstimmen, wenn meine Erinnerungen mit denen im Tagebuch übereinstimmen, weiß ich, dass sie real sind. Es beruhigt mich ein wenig zu wissen, dass meine Erinnerungen nicht durch ein Zeitparadoxon verändert wurden. Aber von all dem abgesehen, dieses Tagebuch zeigt mir, wer ich bin. Ich bin raus. Raumzeiterinnerungsparadoxon, klar. In einfachen Worten ist dieses Tagebuch so eine Art Kompass, der mich in meine Zeit zurückbringen kann. Ihr habt hier doch Kompasse, oder? Ich möchte zurück nach Hause, aber wenn ich nicht weiß, wo das ist, in welche Richtung soll ich dann gehen? Das ist wohl genug Information für heute. Finde ich auch. Ich bin müde. Gute Nacht. Ja, oh, Level 3. Okay, der Dressalat hat 255 gegeben.
Dreimal. Drei haben, glaube einer hat 55 gekostet, richtig? 165. Boah, ey, der Plus ist aber sehr gering. Eieieiei. Morgan. Freeman. Okay, jetzt bist du mal das Omen. Das was? Warte mal, wieso darfst du das entscheiden? Für wen hältst du dich? Draußen scheint sich irgendwer zu unterhalten. Geh hin und sieh nach, was los ist. Das ist aber etwas für einen anderen Tag. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Und ich denke, wir werden noch ein, zwei so lange Folgen machen und dann schaue ich mal, ob wir das als komplettes Let's Play machen oder nicht. Das werden wir dann noch sehen. Das war's jetzt erstmal von mir. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet oder ob das wieder eigentlich generischer Einheitsbrei ist. Noch sehe ich nicht die Merkmale, die das Spiel ein bisschen hervorheben zu anderen Spielen, wie Harvest Moon, Stardew Valley, wie auch immer. Es heißt nicht, dass ich es schlecht finde. Im Moment gefällt es mir noch sehr gut. Das Kämpfen fühlt sich jetzt noch sehr, simpel an. Was ich aber gut finde, ist die Grafik. Also für so ein Spiel auf jeden Fall ist das Ganze in Ordnung. Und ja, ich denke mal noch, die nächste Folge wird auch wieder so zwischen 2-3 Stunden lang sein. Und die dritte dann auch. Dann hat man so 9-12 Stunden, will ich so investieren, um zu sagen, ob man dann hier weiterspielt oder nicht. Denke ich mal, dann hat man schon guten Einblick. Ich denke mal, dass das Spiel länger als 40 Stunden gehen wird. Schon allein durch den ganzen Farmen und was auch immer. So, naja, wie gesagt. Das war's von mir. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge oder in einem anderen Let's Play. Wiedersehen. Bis.